Ja, hi Leute, ich habe hier wieder was Neues im Internet gefunden. Das wollte ich euch heute mal ein bisschen genauer zeigen. Ich finde es sehr interessant. Mal gucken, was ihr davon haltet. Und zwar habe ich hier ein bisschen gegoogelt im Internet und bin auf solche Kapselhotels gestoßen, die es halt vermehrt in Asien gibt. Das sind so kleine Boxen, in denen man halt günstig und platzsparend untergebracht wird. Fand ich ganz beeindruckend. Finde die Idee sehr schräg, irgendwie aber auch cool. So sieht das dann aus. Erinnert mich irgendwie auch an die Matrix. Und dann bin ich halt auch durch Zufall auf das City Hub gestoßen. Das ist gar nicht mal so weit jetzt entfernt. Das ist jetzt nicht Asien. Das ist in Holland, Amsterdam. Da fahren wir hin. Das buchen wir. Ich habe Diana auch das Ganze gezeigt. Sie fand das auch sehr interessant und cool. Da fahren wir hin. Auf geht's nach Amsterdam. Und da sind wir. In Amsterdam. Kommt mal mit rein. Wir zeigen euch, wie es von drin aussieht, wenn man dann mal hier ist. So, dann geht man hier so rein. Checkt man hier an diesem Schalter ein. Im Gegenzug dafür kriegt man so ein gelbes Bändchen, das haben wir gestern schon bekommen. Damit kann man dann die Schlafkabine öffnen und auch so ein paar andere wichtige Türen hier. Hier ist so der Aufenthaltsraum für alle, der Sozialraum. Hier nochmal ein separater Rauchraum. So sieht das hier aus, ganz gemütlich. Die Lobby, der Empfang hier vorne. Hier kann man noch eine kleine Partie Tischtennis spielen, wer das kann. Noch ein Preis, den dieses Hostel hier bekommen hat. Ja, und dann kommt man hier zu den Kabinen. Die Schlafkapseln, wie es auch manchmal genannt wird. Und da kommt man dann nur mit diesen Armen rein. Ja. Checken wir das mal. Und unsere Schlafkabine ist dieser Bereich hier. Okay, der erste. Wow. Ja, noch gar nicht reingeguckt. Ich brauchte gar kein Bademantel. Ich habe hier welche. Okay, aber zu zweit ist es echt ein bisschen eng, aber ist okay. Okay, hier kann man hoch. Ja. Ah! Ist auch gut. Okay. Wir sind angekommen. So schön. Und der erste Eindruck ist geräumiger als gedacht. USB-Charger haben wir hier. Zur Musik, Baby, guck mal. Stimmt. Sehr gut. Hast du gerade das Licht geändert? Wir haben auch Einfluss auf das Licht. Zeig mal alles, was wir haben. Aber nur so, an und aus. Und das Licht ändert sich automatisch. Achso, oder wir laden uns die App runter, die es hier gibt, dann kann man das selber beeinflussen. Aber es ist doch ganz schön. Ah, ich wollte gerade sagen, es ist doch ganz schön. Und Licht. Hammer, guck mal. Wir sind richtig modern aus. Wenn du so sitzt. Nee, das ist voll das coole Ding. Gefällt mir sehr gut bisher. Wenn die Badezimmer jetzt noch in Ordnung sind. So, wir machen jetzt erstmal auf dem Weg hier zum Bad. Wir müssen da dran gehen. Auch an Sachen, die man mal gerne vergisst. An das Problem wurde gedacht. Hier gibt es einen Automat für allen möglichen Kleinkram. Sogar für Aspirin, Rasierer, Regenschirm, Badelatsch in verschiedenen Größen. Dann haben wir hier noch diesen dunklen Gang. Da geht es dann Richtung Shower. Toilette meine. Ist auch mal unterwegs raus, man kann sich nicht beschweren. Ich bin fertig mit der ersten Dusche hier im City Hub und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Wirklich, Bad sah gut aus, die Dusche auch. Alles zusammen gefällt mir sehr gut. Die sind fortschrittlich ganz vorne mit dabei. Ich bin mal gespannt, was Diana sagt zu ihrer ersten Duscherfahrung hier. Mal schauen, wo sie steckt. Wie war deine erste Duscherfahrung hier? Ja, war ganz gut. Ja, es war sauber. Dusche war super warm. Dusche war richtig cool. Und auch dieses Ritual, das riecht ja voll gut. Ja. Ritual-Shampoo aber für oder die Duschgel. Das ist so schön. Ich mache mein eigenes Shampoo. Oh, 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 oh. Diva-Alarm, Diva-Alarm. Alarm, Alarm. Nee, mach mal. Ich liebe die Bademäntel. So. So, Leute, und hier sieht man die Vorrichtung für so ein Handy. Kann man hier reinlegen und dann kann man schön ein Selfie machen und das auf Insta zum Beispiel oder diesen Hashtag posten und so kriegt man dann eine schöne Ansicht zustande. Hier seht ihr mal unser Foto.
Ja, Leute, und noch eine andere coole Sache, die wir hier hatten vom City Hub gestellt bekommen, war dieses Wi-Fi to go. Das legt man auf, hat 12 GB, glaube ich, an Datenvolumen waren das. Trägt es einfach in der Tasche mit sich rum und man hat jederzeit Internet. Top, dafür nochmal einen Daumen hoch. Okay, Leute, das war es dann auch schon wieder größtenteils hier vom Hub, vom City Hub aus Amsterdam. Nun unser Resümee, wir haben jetzt eine Nacht hier übernachtet. Ladies first. Heute drehen wir das Ganze mal um. Nein. Wie war so dein Erlebnis hier? Bist du zufrieden, Diana? Ja, wie fandest du's? Positiv überrascht. Es war sehr gemütlich. Geräumig auch trotzdem. Hier oben auf jeden Fall. Unten kommt man sich zu zweit ein bisschen in die Quere. Dusche, also Bad und, nee, wie nennt man die, Sanitätsanlagen? Sanitär. Oh Mann. Ja, alles sauber, keine Einwände, alles super. Schönes Hostel. Von 10 Sternen, wie viel gibst du? 10 ist super, 1 ist das Schlechteste, was man geben kann. 10 Sterne. 10 Sterne? Ja. Volle also man muss es mögen, dass man ein Gemeinschaftsbad hat und kein Bad im Zimmer und so. 10 Sterne von Lala. Ich würde dem Laden hier 9 Sterne geben. Ich fand es schon sehr gut, sehr innovativ, sehr gute Ideen mit der App, mit der Beleuchtung hier, die man selber auch einstellen kann, die man thematisieren kann. Was gab es noch? Mit dem tragbaren WLAN, das war eine super Sache. Ja. Der Automat für Flipflops und so, super. Was war aber schlecht? Was war denn schlecht hier? Ich fühle mich immer nicht schlecht, ich habe 10 Punkte vergeben. Ja, Leute, ich bin wieder zu Hause angekommen. Ich habe mir das Video nochmal angeschaut und gemerkt, irgendwie habe ich da verzweifelt versucht, was Negatives zu finden. Aber es gab nichts Negatives. Dieses Hostel ist wirklich vielen anderen Hostels weit voraus. Zum Beispiel, als Diana und ich draußen waren und ein indonesisches Restaurant gesucht haben und keins gefunden hatten, haben wir einfach den Mann von der Rezeption über die App angeschrieben und er hat uns innerhalb von einer Minute gleich eine Wegbeschreibung geschickt und sogar gesagt, dass 3 verschiedene indonesische Restaurants bei uns in der Nähe waren und uns sogar eine Empfehlung dann für eins ausgesprochen. Der Preis liegt für das City Hub zwischen 50 und 140 Euro. Je nach Saison und genauen Tag, an dem ihr dort anreisen wollt. Wir haben ca. 77 Euro bezahlt. Und deswegen wollte ich halt nochmal jetzt meine komische Bewertung da korrigieren. Und zwar gebe ich jetzt auch dem City Hub 10 verdiente Sterne. Falls euch das Video gefallen hat, dann liked, hinterlasst einen Kommentar. Diana und ich planen in Zukunft noch weitere Tester-Videos. Wir sehen uns spätestens beim nächsten YouTube-Video. Macht's gut, Leute, und habt einen schönen Tag. Ciao. And this is for free internet outdoors. So when you turn it on, the password will be in the screen and this is the cable to charge it with. You can use it for free, just don't lose it because then we would have to charge you 90 euros for it. Okay. All right, thank you. Here you go. One last thing, we have a City Hub app with which you can change the lighting in your hub. Oh. And chat to the city host on duty. Okay. So whenever you're outside, you can ask questions on what to do in this part of town or where to eat. Okay. And we will answer you directly. Oh, cool. Okay. Yeah, so that's it. And let me know if you need anything else. Okay, thank you. Thank you very much.